Hallihallöchen und willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir machen direkt mit unserer Mauer hier weiter, damit wir hier auch mal ein bisschen zügiger vorankommen. Genau, ich wollte gucken, ob wir was Ähnliches haben wie hier. Ich glaube ja, wenn ich mir das Turmelement hier angucke, aber das hat diese Bricks. Das ist dann nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und das hier ist, glaube ich, mehr so für oben, ja. Aber das sind ja eh die halbrunden Dinger. Wo haben wir denn die glatten? Ich glaube nicht, dass da sowas bei war. Doch. Aber ich glaube, das ist auch eher für oben, ja. Außer man möchte, dass die Mauer hier unten einen reingeht. Das passt eh nicht da drauf. Nee, das wäre mehr dann hier für oben als Dekoabschluss. Gut. Dann nicht. Außer. Aber das passt dann hier hinten nicht so. Nee, nee, das. Nee, 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 nee. Dann ziehen wir es ganz normal bis nach unten. So. Bis da rein. Ja, hier wird es jetzt natürlich gleich kompliziert. Das habe ich nämlich befürchtet. Nein. So, wie machen wir das jetzt hier? Der war ja noch okay. Ist, glaube ich, keine Möglichkeit. Ja, so rum auf jeden Fall nicht. Wenn wir die Rastergrößen noch kleiner machen. Man da mit einer Säule arbeiten. Wir denn hier die kleineren? Da. Kleineren einfarbigen. So. Das passt nicht. Da brauchen wir dann den schmalen für. Ja, wie wir das da, also das verbauen wir dann noch richtig da drum. Sieht man das? Nein, sehr gut. So, hier haben wir auch wieder das normale Element. Nee, haben wir gar nicht, ne? Nee, haben wir gar nicht. Nee, ich wollte euch nicht kopieren, ich wollte euch bewegen. Ihr unter eurem, wo ihr hin sollt, sitzt. So. Nein, bleibt doch oben, bitte. Ja, und da müssen wir dann gleich gucken, ob wir ob wir hier irgendwie Säulen benutzen, um das zu kaschieren. Oder was wir dann nehmen. Die Elemente vielleicht. Ausprobieren.
Warte mal, was wäre denn das Teil dafür oben? Das hier, glaube ich. Aber wir brauchen hier ja dann einen vernünftigen Abschluss. Und auf der Seite, außer wir, ja, oder wir machen die als eigenständige Gebäude. Moment, dass die halt gar nicht hierzu gehören. Achso, nee, wir fangen mit dem an, was hier oben drüber kommt. Ich glaube, das ist das Beste. Aber wir könnten es auch rund machen, ne? Ich brauche aber das, was da gerade drüber ist. Das wäre das hier. Moment, das könnten wir auch an das Gebäude anbauen. So. Da kommen sich die Farben wieder. Mann. So. So. Und jetzt das runde Element oder das eckige? Nee, das war das zu eckige. Wo waren die hier? Also entweder machen wir es jetzt eckig. So. Irgendwie minimal bescheiden aus, ne? Oder rund. Ich glaube, rund ist besser. Hallo, Puk. Ja, Hilfe. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, mehr oder weniger. Höhe können wir hier noch so einen Millimeter, aber ich glaube, dass. Nee, das ändert auch nichts. Wenn es da dann aber runter geht, passt das, glaube ich, nicht. Nee. Also müssen wir hier wirklich an die Kante rangehen. Zwar so. Sieht irgendwie komisch aus, oder? Bin mir da noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Ja, das kommt halt davon, wenn man hier nicht die normale Rasterhöhe hat. Wo passt das hier? Das wird, glaube ich, knapp. Ganz ehrlich, das. Nee. Nee. Also Überlegung gut, aber Umsetzung. Nee.
Was ich jetzt noch ausprobieren würde, ist das mit diesem Sandstein zu machen. Da haben wir das doch auch. Haben wir doch auch die Möglichkeit. Na. Nein. Oh, das war so klar. Einmal hier mittig. Dann haben wir da doch auch runde Elemente. Haben wir hier auch so ein Türmchen? Wir haben gerade das, aber da haben wir nichts für oben drauf, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Wo wäre das denn dann? Ach, das haben wir auch völlig falsch gesetzt. Nein, du, da habe ich doch gesehen, dass du hochgeglitscht bist. Für den Eingang ein bisschen mehr Sinn. Obendrauf nur noch nicht. Was? Wir hatten doch da auch. Oder haben wir den nicht mehr benutzt? Nee, das hatten wir nicht mehr benutzt als Türmchen. Gab es da nicht auch was für obendrauf? Nicht so aus, ne? Guck mal, du wärst noch so ein kleineres Türmchen. Wäre auch gegangen. Oh, eine Säule. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Jetzt probieren wir damit erstmal rum. Können wir da nicht vielleicht dann sowas draufsetzen? Vielleicht werden wir das einfärben. Kann man das Sandstein? Das kann man nicht. Nee, da haben wir keine Farben für. Hier haben wir noch diese Tempeldinger. Die sind ja wenigstens. Also, nee, nicht Tempel, aber Burgdinger. Die sind ja wenigstens ein bisschen Stein, aber. Sieht auch nicht aus. So, ich setze jetzt das mal hin und dann gucken wir, wie wir das farblich vielleicht anpassen können. Das ist mehr rötlich. Gräulicher. Jetzt möchte ich da gerne eine relativ ähnliche Farbe haben. Vielleicht. Aber eigentlich irgendwie nicht so, ne, von der Farbe. Dann würde ich aber auf jeden Fall das hier verändern.
Ich glaube, so ist es mit am besten kaschiert. Ja, ich glaube schon. Wenn wir jetzt das Fähnchen noch hier vorne dran setzen, so vielleicht. Ich wollte die Fahne. Hallo, ich wollte die Fahne. Danke. War die nicht zu tief? Rot? Kommt da eins? Hallo? Da kommt das nächste. Dann gucken wir mal eben, ob das von der Höhe passt. Ja, selbst wenn die Arme in die Luft heben, dann passt das wunderbar. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier nicht noch ein Stück rüber können damit. Ah, dann sind die Gleise sehr, sehr freigelegt. So wird das hier wieder ein ganz schönes Gefummel, ne? Nee, ich wollte den. So ein Haugen bitte, dankeschön. Ich glaube, das passt dann hier oben besser. Wir müssen nicht gegenüber jetzt, ne? Da müssen wir dann ja auch so ein Gefummel machen. So. Und dann geht das da ja ins Gebäude rein. Okay. Achso, und da oben räumen wir jetzt natürlich auch nochmal ein. So. Fertig. Sehr gut, dann haben wir damit den Durchgang doch gut kaschiert bekommen, würde ich sagen. Das sieht sehr gut aus. Das können wir definitiv so machen. Ja, hier, die Treppe. Die muss auf jeden Fall auch irgendwie verkleidet werden. Vielleicht dann auch mit Sandstein. Nicht Szenerie. Mit Sandstein. Ich finde, das sah jetzt in der Kombination echt nicht schlecht aus. Aber wenn wir nur Sand nehmen. Nee, dann kriegen wir zu viel. So, dann nehmen wir es so. Was haben wir denn hier für eine Höhe? Die ist doch schon super. Haben wir nicht, ne? Nee. Dann muss das hier das Geländer sein. Oh. Das ist zu hoch. Vielleicht ein bisschen, ne? Ah, das machen wir auch innen. Jetzt können wir noch mal gucken, dass wir es verschieben. So. Gut. Dann können wir da nämlich dran weiterbauen. Und hier einen wunderschönen Treppenaufgang hinzaubern, der uns in diese Burg bringt. Es bringt auch noch mal Abwechslung dann. Dann haben wir nicht nur hier diesen glatten, hellen Stein, sondern auch zwischendurch dieses Sandstein, auch von außen. Ich meine, hier haben wir das nicht einmal verwendet, aber hier passt es dann mehr zu diesem Burgding, was wir ja auch haben. Und wenn die Treppe in Sandstein ist, ich glaube, das ist zu verkraften.
Dann fehlt nur noch ein bisschen Deko. Natürlich fehlt noch die Innenseite. Um die müssen wir uns auch kümmern. Beleuchtung. Bepflanzung. Das muss auch noch. Braucht auch noch irgendwie eine Brücke. Oder. Oh Gott, ja. Wir haben noch ein bisschen zu tun hier. Dann bedanke ich mich aber an der Stelle hier fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da oder ein Abo, um kein Video zu verpassen. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüsselü!